Ja, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja, ich habe ein paar Tage Urlaub und das möchte ich ausnutzen. Eine kleine Tour laufen wir mal den Berg herum wieder, habt ihr schon am Eingangsschild gesehen. Ja, plötzlich war eigentlich der Weg aus und ich stehe hier mitten in der Botanik. Ich müsste hier noch so 150, 160 Meter durchs Dickicht und dann sollte ich wieder auf einen Weg stoßen. Ja, was habe ich vor? Ein bisschen umherum schlawenzeln, dass das ein bisschen weniger wird und eventuell vielleicht ein paar Schwammerl entdecken, was mir nicht stören würde. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen es ganz einfach einmal. Gehen wir. Ja, da unten zwischen den Ästen schaut der Weg schon durch. Stückeln, dann haben wir das geschafft. Aber es ist hier echt urig. Es riecht so absolut nicht nach Schwammerl da. Aber das bin ich ja schon gewöhnt von mir, dass ich nichts finde. Aber trotzdem geil, 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 geil. Ja, keuch, keuch. Am Weg bin ich unterwegs, natürlich bergauf. Nein, noch nicht, wenn es auf den Berg geht. Und wir werden aufschauen zur Königswarte. Mal schauen, ob wir da einen schönen Ausblick von oben haben. Und wenn nicht, egal. Aber das machen wir jetzt einfach. Ja, es geht da in so Serpentinen rauf. Wir haben circa noch einen guten 2 Kilometer vor uns. Das wird sich so serpentinenartig ziehen. Mir ist schon klar, dass ich da jetzt keine Schwammerl finde. Aber wenn wir dann oben sind und ich dann durch den Wald eventuell zurückgehe, vielleicht finde ich dann dort was. Aber jetzt müssen wir mal rauf. Ja, zumindest der erste steht hier am Weg, aber das ist kein Basol. Ja, die lassen wir da stehen. Ja, die letzten Meter bis oben. Im Augenblick bin ich eh schon komplett waschelnass. Das Wetter ist zwar trüb, aber es ist nach wie vor extrem schwul, ist jetzt so an die 25 Grad. Ist einfacher. Ja, Achtung, frei laufende Weidetiere, bitte Tore geschlossen halten. Naja, ich denke, das ist natürlich schon klar. Ja, da geht es schön langsam zum Turm und hier die gewaltige Abhöranlage vom Bundesheer. Da geht es jetzt gleich auf. Schönes Bankerl, Kaffeeplätzchen. Okay, 1 Euro. Na, da lasse ich mich nicht lumpen. Schließlich wird das auch gewartet und kontrolliert. Ja, und da ich nach wie vor noch fast für 2 Personen zähle, gibt es von mir 2 Euro. Geh mal rauf. Heroben. Und hier, ich versuche das gleich einzufangen, zwischen hunderte Insekten, was heißt hunderte, das sind tausende. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich kann euch sagen, da ist die Hölle los. Und da hier drauf, Wahnsinn, alles voll, ganze Geländer. Ah, ich gehe jetzt mit euch mal eine kleine Runde und dann werde ich euch ein bisschen was erklären, was wo ist. Oder zumindest was das in etwa ist. Leider Weitsicht haben wir absolut keine. Aber gut, das kann man sich halt nicht aussuchen. Ja, ist halt so. Aber es ist trotzdem sehr schön da herum. Hier mal die Tafel, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Und ich erkläre euch das dann gleich ein bisschen näher. Da zum Beispiel das Dreiländereck, Slowakei, Ungarn, Österreich.
Ja, und da schauen wir auch gleich hin. Also in diese Richtung, da unten liegt das Dreiländereck. Und hier von diesem Turm aus auf der linken Seite, das ist schon Bratislava. Und das erstreckt sich gewaltig weit. Das ist die Stadt Bratislava da drüben. Riesengroß. Ja, die Straße, was man da vorne sieht, da ist einmal die ehemalige Grenze gewesen, was jetzt alles offen ist. Hier drüben noch Bratislava, Bratislava, Bratislava. Dort hinten, falls man es erkennen kann, der Fernsehturm. Und auf diese Seite rüber, da kann man die Donau ganz dezent sehen, wird man wahrscheinlich mit der Actioncam nicht ausmachen können. Dann haben wir dort ein Abbaugebiet und etwas links versetzt, wird man aber leider auch auf der Cam nicht gescheit sehen. Ja, das ist die Burg Devin. Linker Hand davon haben wir den Braunsberg. Den kennt ihr auch schon, da waren wir auch schon öfters drauf. Wieder links daneben der kleine, das ist der Schlossberg mit der Ruine, wo wir auch schon waren. Und hier eigentlich alles mein Hauswald, der sich dahinter entlang streckt. An dem Horizont noch dahinter weitergeht. Ja, in dieser Richtung, aber da sieht man jetzt absolut nichts, weil es zu drüben ist. Neusiedlersee. Ruck an der Leiter, Mannersdorfer Gebirge da hinten, aber leider alles komplett im Nebel. Das war's einmal mit dem Ausblick. Leider konnte ich nicht weiter schauen, aber ja, ist halt so. Und jetzt geht's wieder mal abwärts und dann kommt, ihr wisst, was es gibt, ein Käfchen. Ja, wir sind wieder hier unten angekommen. Ja, das Bankerl da ist eigentlich in der Sonne, das mag ich nicht. Da vorne ist noch eines und ein zweites dort, das werden wir sich genehmigen, das ist im Schatten. Ja, erst einmal einen Schluck trinken. Ja, herrliches Tagerl habe ich erwischt. Also wirklich, bin zufrieden. Aber heute nicht extrem irgendwas mit. Heute gibt es einmal wieder so ein 3 in 1. Das muss heute reichen. Ja, in dem Sinn, ja, ein bisschen warm ist noch. Ist halt ein Blech. Ich wünsche mir wieder alle meinen Krankensesseln das Allerbeste. Und natürlich auch meine ganzen gesunden Freunde. Und in dem Sinn, Prost, den haben wir uns verdient. Ist noch ein bisschen heiß, ein Schuss kaltes Wasser dazugeben. Ja, besser. Manche bleiben und sind eben Dreckschweine rum. Keine 10 Meter weiter vorne ist der Mistkübel. Ja, wenn es nur Kleinigkeiten sind, das muss ja nicht sein, Freunde. Steine Altpapier dabei, man glaubt, wie lange das um eine Dummkugel ist, das so wittert. Das tut nicht Not. So, wird alles picobello zusammengeräumt, auch das, was hier herumkugelt ist. Und jetzt gehen wir. Ich habe da jetzt wieder ein bisschen den Weg verlassen und schaue wieder ein bisschen durch den Wald durch. Aber da ist es sehr trocken herinnen. Ja, und da stehen die Parasol, die ich suche, aber leider sind die auch schon alle verdorrt. Ja, schade drum, aber das wäre ein Ringel zum Verschieben. Ja, ich schätze in dem Waldstück einfach zu trocken. Sonst gäbe es hier sicher mehr. Naja,
Ist halt so, kann man nichts machen. Ich schau weiter. Ja, interessanter Baumschwamm. Ja, alles abgesperrt und Achtung Bienen. Und da hinten sind die Stöcke. Kann auch etliche dort fliegen sehen. Ja, auch wenn es keine Schwammerl geben hat, das ist eigentlich egal. Ich habe mich wieder ein bisschen bewegt, was nicht schaden kann. Und von dem Sinn her habe ich auch ein bisschen was gezeigt. Eine schöne Gegend, leider hat das Wetter da oben nicht so mitgespielt, aber ist halt so, kann man sich nicht aussuchen. Nun noch die letzten Meter bis zum Auto, die Droschke steht da vorhin schön 100 Meter. Ja, mein üblicher Spruch, ich kann wie immer sagen, Dankeschön fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sehr was die malen und vierte, die Burm.